Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Gannikus Education mit mir, Fritz von Berlin Barbel. Auf diesem Format geht es um Krafttraining, stärker werden, Muskeln aufbauen und ganz besonders schmerzfrei trainieren und zu wissen, wofür welche Tools für dein Training geeignet sind und wie du sie am besten anwendest oder halt auch nicht. Und in diesem Video starten wir mit den überall bekannten und populären Massagepistolen und sprechen mal darüber, wofür brauchst du sie? Brauchst du sie überhaupt? Und was ist so für dich selbst das beste Anwendungsgebiet? Wir fangen ganz am Anfang an, wofür gibt es eigentlich Massagepistolen? Und das erklärt sich in dieser Welt der Trigger-Tools, angefangen ganz am Anfang vor ein paar Jahren. Die meisten werden sich erinnern, diese Blackwall-Geschichte, diese schwarze Rolle, die dann Blackwall genannt wurde, auf der man sich selber ausrollen konnte und dann das ganze Thema Faszientraining, Muskeln ausrollen, vor, nach dem Training, Faszien ausrollen, Faszien lösen. Und irgendwann in dieser Entwicklung, wo dann noch Bälle dazu kamen oder diese Trigger-Dinger, die kann man so aufstellen, da kann man sich quasi mit drauflegen, kam dann irgendwann die mechanische Faulheit in diesem Prozess mit dazu, dass man gesagt hat, ey, wieso bastelt man denn nicht dafür einfach ein Gerät, eine Maschine, die hubgetrieben genau das ersetzen könnte, was man mit einer Blackwall oder auch mit einem Triggerball nicht vernünftig hinbekommt, und zwar richtig Hub in die Struktur rein, dass man viel einfacher anfangen kann, Impact in Muskelketten zu geben, wie in den Armen, in den Beinen, ohne gerade auch als Therapeut immer die eigenen Hände nehmen zu müssen, weil der größte Teil der Ermüdung, gerade für die Therapeuten und Masseure, war natürlich, dass Finger aufgrund ihrer kleineren Gelenke und der kleineren Strukturen als erstes aufgeben, wenn man über längere Zeit versucht, Triggeranwendungen zu machen bei Patienten. Und dann kam irgendwann die Massagepistole um die Ecke und die ersten Big Player, die es da gab, waren die Terragun und der Hypervolt, die ihr hier gerade seht, die kennen eigentlich alle. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel mit der Flowgun, die auch verschiedene Modelle hat mit verschiedenen Stärken. Und jetzt kommen wir mal dazu, Anwendung, wieso, warum, weshalb und für wen. Am meisten werden ja die Massagepistolen am Ende vermarktet als Entspannungs- und Recovery-Tour. Das heißt, wenn wir sie sehen in Anwendung, geht es immer darum, irgendwie eine Verspannung in den Beinen. Ich meine, es lässt sich immer am besten zeigen, oder eine Verspannung im Nacken oder im Rückenbereich zu lösen. Das klingt immer ein bisschen komisch, deshalb macht man damit selten irgendwelche Anzeigen. Und die Idee hinter der Anwendung von Massagepistolen ist sehr gleichgesetzt mit dem Anwenden von den Blackwells und den ganzen anderen Produkten, die darauf abzielen, Impact in eine Muskulatur zu geben, damit möglichst die Spannung der Muskulatur als Reaktion auf den reingegebenen Reiz am Ende nachlässt. Und dann kommen wir relativ schnell zum Anwendungsgebiet und zu den verschiedenen Versionen von den Massagepistolen, weil die sich primär nur durch eine Sache unterscheiden. Und zwar der größte Unterschied, den sie haben, ist der Hub. Das bedeutet, wie viel Kraft ist eine Massagegun in der Lage, in die Muskulatur zu geben, bei so Faktoren wie zum Beispiel Geräuschentwicklung, also wie laut ist die Massagegun und zu welchem Preis. Wo wir dann ganz klar sehen, wir haben, ich sag jetzt mal, privat angebrauchte Massagepistolen, wie zum Beispiel die Flowgun, um die 150 Euro, die dann in diesen, ich sag jetzt mal, einfachen Massagepistolen eine teurere Version ist. Oder wir haben zum Beispiel die Terragun als Pro-Version, die 800 Euro kostet, die dafür da ist, dass man wirklich als Therapeut jeden Tag damit stundenlang an Patienten arbeiten kann. Und der größte Unterschied in den Preisen ist zum einen immer die Langlebigkeit, wie lange hält so eine Pistole und wie viel Kraft hat so eine Pistole, was vor allem wichtig wird bei größeren Muskelgruppen. Denn desto größer eine Muskelgruppe ist, desto mehr Kraft braucht natürlich eine Massagepistole auch, um richtig Impact reinzugeben. Und wenn wir das jetzt geklärt haben, würde ich einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie lässt sich eine Massagepistole für dich und dein Training am besten anwenden und warum. Kommen wir zu einer kurzen Anleitung oder Best Practice
Abfolge, wie man Massagepistolen am besten rund um das Training und Recovery einsetzt. Ich mache das jetzt Ganze beispielsweise einfach mal für den Oberschenkel. Wenn ihr euch einen Guide wünscht für einzelne Muskelgruppen, wie man eine Massagepistole oder andere Dinge für einen gewissen Bereich am besten anwendet, schreibt das am besten einfach in die Kommentare, dann können wir auf Wünsche in diesem Format bestmöglich eingehen und wir machen die Videos, die ihr wirklich haben wollt. Und wenn ihr gerade dabei seid, tut mir den Gefallen, like das Video, haut einen Kommentar rein. Wenn ihr auch einfach nur das Video cool findet und abonniert den Garnicus-Kanal, solltet ihr es noch nicht getan haben, denn das hilft allen ungemein, das hier weiterzumachen. Und jetzt kommen wir zur Anwendung und das Wichtigste, was ich sagen würde, ist, dass diese gesamte Anwendung auch in den Bereich geht, wie ich am Anfang erklärt habe, zu diesen Triggerbehandlungen und zum Lösen von Verspannungen. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass es einen Unterschied gibt, ob du eine verspannte Muskulatur hast oder ob du einen schmerzhaften Muskelkater hast mit einer Schmerzindikation, also einem Signal deines Körpers, dass du eine Struktur vielleicht nicht weiter belasten solltest, gerade wenn du gestern ein schweres Beintraining beispielsweise hattest und du hast übertriebenen Muskelkater, kann es sein, dass das Anwenden von einer GAN noch gar nicht der richtige Zeitpunkt ist, sondern du vielleicht noch einen Tag warten solltest. Und dann kommen wir jetzt zu dem, wie ich sagen würde, macht es für dich am meisten Sinn, eine Massagepistole anzuwenden. Und es gibt dafür zwei Szenarien als Trainierender. Das erste ist vor deinem Warm-up im Training, nehmen wir das Beispiel Oberschenkel, vor deinem Beintraining nimmst du dir 10 Minuten Zeit, setzt dich relativ entspannt vielleicht auf so eine Bank und arbeitest durch deine gleich zu trainierenden Muskelgruppe durch. Und mein Best Practice wäre für dich, du suchst dir einen Punkt, der besonders fest oder leicht unangenehm ist, gibst Impact in die Struktur und bist 30 bis 60 Sekunden auf diesem Punkt und siehst jetzt auch, wie ich hier Hub reingebe in die Muskulatur und du wirst merken, dass aufgrund dieses Impacts, dieses Reizes in die Muskulatur, das Ganze danach deutlich lockerer sein wird. Du musst nicht auf der Muskulatur so hier hoch und runter fahren. Du bist viel gezielter, wenn du in jedem Muskelbauch beispielsweise der verschiedenen Bäuche deines Oberschenkelstreckers dir Zeit nimmst, 30 bis 60 Sekunden pro Muskelbauch und je nachdem, wie groß ausgeprägt ist oder wie fest es ist, dir Zeit nimmst, um das Ganze zu lockern. Das heißt, in meinem Oberschenkel beispielsweise nehme ich jetzt den Medialis hier, bleibe hier 30 Sekunden, gehe dann in den lateralen äußeren Teil, gehe hier ganz nach außen, wo auch noch dein Band zwischen deinem Hüftknochen und deinem Wadenbein ist, lockere das komplett von der Seite, nehme hier einfach 60 Sekunden, hier könntest du auch 30 Sekunden hier und 30 Sekunden da machen, weil du relativ viel Fläche hast, bleibst beispielsweise hier und dann nimmst du dir vielleicht noch 30 Sekunden Zeit und gehst in den zentralen Teil deines Oberschenkelstreckers und gibst nochmal Impact hier. Meine Empfehlung, geh immer wo rein, wo du viel Muskulatur hast und nicht mit der Massagepistole auf den Knochen haust oder direkt auf die Sehne. Lieber im Muskelbauch bleiben und dann könntest du das beispielsweise fortsetzen für die Adduktoren oder das Bein aufstellen und du machst das Ganze auch noch für die Hamstrings. Ganz wichtig, Anwendung immer im entspannten Zustand des Muskels, das heißt möglichst nicht unter Spannung, sondern immer in eine entspannte Position gehen, dass der Muskel gerade nicht aktiv arbeiten muss. Wenn er gerade aktiv arbeitet, haust du quasi auf einen angespannten Muskel damit drauf und erzeugst eher mehr Stress als irgendeinen großen Benefit. Der Grund, warum wir dafür übrigens heute die Flow Gun genommen haben, ist, weil die von der Lautstärke her sehr leise ist und ich, während ich das anwende, quasi noch erklären kann, ohne dass sie das Mikrofon groß stört. Bei einer Terran oder bei einem Hypervolt, gerade bei den älteren Versionen, haben wir viel mehr Geräuschentwicklung. Deshalb heute die Flow Gun Mini als Testobjekt und wir haben dazu auf meinem Kanal auch mal ein Review gemacht, warum die sich vielleicht noch so für dich anbietet. Aber gerade deshalb, weil sie sehr leise ist, gerade auch heute für dieses Video. Der zweite Anwendungsbereich, den ich favorisieren würde für eine Massagepistole, ist die Entspannungsphase abends eine gewisse Zeit nach dem Training. Das bedeutet, wenn du trainiert hast, 2-3 Stunden später, direkt vor dem Ausruhen oder dem Schlafen gehen, wenn du beispielsweise auf der Couch sitzt und du hast entweder eine Verspannung in deinem Körper, weil du den ganzen Körper trainiert hast, oder du hast ein müdes Gefühl in einem Muskel, kann eine Anwendung von einer Massagepistole positiv sein auf deine Recovery. Tatsächlich aber eher fragwürdig, ob es wirklich Sinn macht. Wenn du aber sagst, du hast
seit längerem schon Knieprobleme. Und bei Knieproblemen ist es relativ wahrscheinlich, dass deine Beinmuskulatur damit was zu tun hat. Macht es durchaus Sinn, 2-3 Mal pro Woche sich abends einfach 20-30 Minuten Zeit zu nehmen, wenn du keinen Muskelkater in der Region hast, und einfach mal aus einer Massageperspektive komplett global den Oberschenkel oder deine Beinregion durchzuarbeiten. A, weil es sich gut anfühlt und weil es entspannend ist, und B, weil es auch einen Hintergrund hat, therapeutisch zu sagen, man lockert die Struktur einfach nochmal, bevor man in den Recovery-Modus, also das Schlafen, geht. Das bedeutet, Anwendungsbereich 2 für mich, man kann sich schon einfach mal Zeit nehmen, egal für welche Muskelgruppe, wenn man merkt, ey, ist besonders steif, ist besonders fest, nervt vielleicht ab und zu mal gerade so im Schulterbereich, Knie- oder Hüftbereich, die Region einfach mal durchzuarbeiten. Im Oberkörperbereich kann es manchmal hilfreich sein, dass man jemanden hat, der einem hilft, weil sich hier irgendwie den Nacken zu triggern, kann schon ein bisschen unbequem sein. Aber da muss man ganz klar sagen, manchmal machen sich auch die Massagepistolen dafür gar nicht am besten, sondern auch mal ein Ball oder ein Trigger-Dinger, auf die man sich rauflegen kann. Wenn man Dinge immer selber anwenden muss, sind natürlich die am coolsten. Aber jedes Tool hat so im Bereich der Fitnessindustrie, glaube ich, auch so sein Anwendungspotenzial und seinen Anwendungspunkt. Und für mich sind Massagepistolen am besten dort anzuwenden, wo man gut auch selber rankommt. Das ist in der Regel alles auf der Vorderseite des Körpers, Brust, Schulter, Oberarm, Unterarm, Beine, auch an der Seite Gesäß, Rücken. Und gerade auch der obere Rücken machen sich eher schlecht, weil die meisten nicht beweglicher werden durch mehr Muskelmasse, sondern tendenziell wird es ein bisschen schwieriger. Da braucht man dann manchmal Hilfe. Aber insgesamt der zweite Anwendungsbereich für die Massagepistolen für mich: Pre-Recovery, direkt vor dem Ausruhen, vor dem Schlafen, und ganz wichtig, nicht direkt nach dem Training, sondern den Körper erstmal ein bisschen den Reiz vom Training verarbeiten lassen, runterfahren, aus dem Stressmodus des Trainierens raus, und dann, wenn man in einem entspannten Modus ist, nochmal eine Runde massieren und dann auch wieder, so wie ich es vorher beschrieben habe, mit dem Bein einen Punkt suchen, hier draufbleiben, schauen, bis es sich löst, und dann in die nächste Muskelgruppe oder im gleichen Muskel nochmal woanders hin. Immer eine Frage davon, wie viel Muskelmasse du hast. Wenn du groß bist und du hast viel Brustmuskel, kannst du sicherlich mehr Zeit investieren, als wenn du relativ kleine Muskelgruppen hast, dann brauchst du einfach nicht so viel Zeit. Das heißt, auch im Trainingsfortschritt, wenn du mehr Muskelmasse hast, desto mehr du hast, desto mehr musst du dich auch darum kümmern, dass sie gesund bleibt. Das waren die zwei Anwendungsgebiete für Massagepistolen für dein Training. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Comment unten unter diesem Video und vergiss nicht, den Garnicus-Kanal zu abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Ich bin Fritz von Berlin Babel, das hier war Garnicus Education und ich freue mich auf ein neues Video mit euch hier bei Garnicus zum Thema schmerzfrei trainieren, Krafttraining und welche Tools für euer Training das Richtige sind.